Also es hat ja eng, doch tatsächlich viel mit meinem Beruf zu tun, weil das ist nicht nur ein Beruf für mich, sondern wirklich meine Leidenschaft. Ja, das ist sowieso, also es gibt ja so Berufe, wenn ich an meinen Bruder denke, der ist Elektriker oder ursprünglich ist Entwickler jetzt und der macht seinen Job und hat seine regelmäßigen Zeiten und Arbeit und so weiter, aber er macht auch relativ viel Urlaub. Und ich habe aber mehr so, ich lebe in dem Job irgendwie auch. Herzlich willkommen zu deiner Handwerkfibel, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Wir Menschen sind mit den fünf Sinnen ausgestattet und benutzen nur einen Teil davon. Warum fällt es uns scheinbar schwer, mehr aus uns herauszuholen? Was bedeutet Handwerk für dich? Christoph, herzlich willkommen heute hier im ersten Teil des Podcasts. Machst du jetzt die Anmoderation, wenn ich anmoderasiere? Das sind die Outtakes, das ist geil, wir machen immer Outtakes. Die lassen wir übrigens alle drin, das ist das, was für uns die Leute lieben. Ach, machst du die Einweisung? Naja, klar, okay. Die Einweisung. Ne? Einleitung. Genau. 98 Grad und es wird noch heißer. Genau, ist es bei euch auch so warm? Bei uns ist es heute ganz heiß, denn heute geht es richtig ins Handwerk rein mit einem tollen Interviewpartner, im Handwerk im Sinne von Videos zu machen. Und herzlich willkommen heute im Podcast der Christoph. Wird André den ersten Teil heute übernehmen, ein bisschen zu seiner Person was sagen und was sein Herzensprojekt angeht, dazu jetzt mehr. Und ich übergebe an André. Herzlich willkommen in der Handwerkfibel. Richtig, jetzt ist mein Teil, genau. Ja, Christoph, ich darf dich in dem ersten Teil des Interviews oder in dem ersten Teil des Podcasts interviewen. Geht ganz speziell um deine Person. Wer ist der Christoph? Was zeichnet den Christoph aus? Wer ist die Person Christoph? Und im zweiten Teil wird dann der Sebastian zum Thema Handwerkfibel, so wie das unsere Hörer schon kennen, ganz diese ja, standardisierten Fragen, wo es dann halt um das Thema geht, wie wir auch voneinander lernen können. Das zeichnet ja dieses Format Handwerkfibel aus. Doch bevor wir einsteigen, natürlich, Christoph, wo treffen wir dich gerade an? Wo sitzt du gerade? Wo holen wir dich gerade ab? Ja, ich sitze gerade hier an meinem Schreibtisch in meinem Büro. Ich habe ein Büro hier im Dorf Hüttenberg, wo ich wohne. In Mittelhessen ist das. Und ja, und schaue euch gerade zu. Okay. Das ist perfekt. Wir haben gerade noch so ein bisschen Schreien auf dem Ohr, aber das kriegen wir alles geregelt. Christoph, Schuchart, richtig ausgesprochen? Schuchart? Genau, richtig. Ja, Schuchart. Ich versuche immer so ein bisschen auch mit der Kindheit, in die Kindheit zu starten. Wenn du jetzt so an deine Kindheit zurückdenkst, es gibt ja so ein Alter, habe ich mir sagen lassen, so zwischen 3 und 10. Da kann man sich auf jeden Fall schon gut dran erinnern und da sind auch schon lustige Sachen passiert. Also wenn du so an die Zeit zwischen 3 und 10 erinnerst, was ist so ein Ereignis, was dir dort ganz spontan in den Kopf kommt, wo befindest du dich? Nimm uns mal bitte in das Bild mit rein. Ja, also da fällt mir schon sofort was ein. Ich war ich weiß nicht, wann es anfing, ich habe 4 Brüder übrigens und die waren immer ziemlich genervt, dass ich als, weiß nicht, 6-, 7-, 8-Jähriger oder so eben mit einer kleinen Fotokamera hinterhergelaufen bin und waren immer ziemlich angepiept davon und wollten das alles nicht. Und da fing es halt damals schon an, dass ich irgendwie so mit Bildern was machen wollte. Ursprünglich wollte ich mal Tierarzt werden, bis mein Vater irgendwann eine Schmalfilmkamera mir mitbrachte. Ich hatte früher ganz viele Tiere, wir hatten Vögel und was ich, Wellensittiche und Kaninchen und so weiter. Und dann habe ich diese Kamera genommen, habe damit quasi einen Tierfilm gedreht. Und so ging das los, dass es allmählich so vom eigentlichen Tierarzt zum Kameramanns Wunsch wurde. Ja, genau. Cool. Und wie alt warst du, als dein Vater dir diese Kamera mitbrachte? Ja, da war ich da. Also da war ich schon ein bisschen älter, glaube ich. Ich glaube, so 10 oder 12 wird es gewesen sein. Und seitdem hat mir das immer auch nicht mehr losgelassen, letzten Endes. Ja, cool. Genau. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen, jetzt warst du schon in dem Bereich, dass du deine Brüder verfolgt hast mit der Kamera. Mhm. Schau mal so in das Alter zwischen 4 und 6. Zwischen 4 und 6. Gibt es dort irgendein Bild, wo du sagst, da war ich sehr oft,
Damit habe ich meine Zeit verbracht. Das hatte ich gefesselt. Gibt es da irgendwas? 4 und 6, das ist natürlich schwierig. Das erinnert mich nur an die späteren Sachen, mehr oder weniger. Ja, gut, ich hatte eine normale Schulzeit, sage ich mal. Eine schöne Kindheit. Wir waren viel draußen. Wir haben da so ein Grundstück gehabt an so einem Fluss, an der Wupper, und das war immer ein Abenteuerspielplatz letzten Endes für uns Kinder. Wir haben Verstecken gespielt, wir haben da uns ausgetobt und so. Und das ist eigentlich so, wir haben relativ viel draußen gemacht, und aber auch selbst die Filme später draußen auch viel gemacht. Aber erstmal war das so eben, ja, was mir so spontan jetzt gerade einfällt. Aha. Wie alt sind deine Brüder? Also 3 davon sind älter. Ich habe einen kleineren Bruder, der Älteste. Oh, ich wollte die Jahreszahl haben. Also der ist auf jeden Fall über 50, der Älteste. Und jetzt der Zweite ist 50 geworden gerade, und der Dritte ist irgendwie auch so 47. Ich bin 43, mein kleiner Bruder, der ist 35, 36 geworden, glaube ich. Alles Söhne, ja? Alles Söhne, ja. Die Eltern hatten viel Spaß. Ja, aber es war wirklich sehr toll, die haben viel möglich gemacht. Also bin ich echt dankbar dafür, dass wir viele Freiheiten einfach hatten als Kinder und viel machen konnten. Haben auch nichts vorgegeben. Wir haben auch die ganze Filmerei, mein Vater ist eigentlich Gärtner. Okay. Und hat schon daher mit Gestaltung und Kreativität zu tun, aber das vom Gärtnerhandwerk konnte ich mir jetzt nicht so begeistern. Es ist dann anders umgeschwenkt quasi. Was macht deine Mutter? Ja, die ist eigentlich überwiegend Hausfrau gewesen. Die hat ja früher als Sekretärin gearbeitet und als Schreibkraft sozusagen, auch später wieder. Und er hat Einzelhandelskauffrau, glaube ich, gelernt. Mhm. Oder Bürokauffrau gelernt, und ist aber später quasi hauptsächlich für die Kinder da gewesen. Also fünf Kerle zu Hause, das stelle ich mir schon spannend vor. Also das ist ja praktisch gerade so in dem Alter zwischen, ich sag mal, 4 bis 10, da kann man ja eigentlich das Haus oder die Wohnung jeden Tag neu renovieren, oder? Wenn da 5 Kerle durchgehen? Oder wie muss ich mir da so einen Alltag vorstellen? Ja, das ging schon heiß her. Also wir hatten schon viel mit Streit natürlich zu tun. Wir haben uns auch geprügelt und uns geärgert und so weiter. Ich erinnere mich daran, dass mein Bruder, also mein älterer Bruder jetzt nach mir, neben mir im Zimmer hatte, und die Wand war im Prinzip so eine Pappmaché-Wand, und irgendwann hatte die mal so dagegen getreten, da war dann ein Loch halt drin, also ein kleines Loch, da können wir uns quasi angucken, dieses Loch und so. Das war halt schon viel Trubel, aber auch viele Freunde, die da waren, immer wieder bei uns im Garten, und ja, es war einiges los. Cool. Thema Hobbys. Was haben deine Brüder gern gemacht? Haben die auch so diese künstlerische Ader von dir, oder was hat die beschäftigt? Ja, also mein ältester Bruder, der hat Elektriker gelernt ursprünglich, ist jetzt in der Entwicklungsabteilung einer Firma tätig. Der hat damals mit Pferden ein starkes Interesse gehabt, zu Pferden. Der zweite Bruder, der ist so unser Musikpianist, also so ein Pianist in der Familie, der halt super gut Musik machen kann. Überhaupt sind fast alle meine Geschwister, ich spiele auch ein bisschen Klavier, aber die machen halt alle Musik, mehr oder weniger, auch so mein ältester Bruder. Und mein nächster Bruder, der jetzt nach mir kommt, der macht online Marketing auch und bietet Klavierkurse an. Okay. Videokurse sozusagen, macht aber auch viele andere Sachen. Also der ist musikalisch auf jeden Fall der mein Bruder über mir jetzt quasi, der dritte Sohn, der ist Schlagzeuger, der hat eine Schlagzeugschule und macht auch viel mit Musik. Danach der Bruder, der ist jetzt zwar Psychologe, aber der hat auch Musik studiert, Saxophon macht er. Also ist schon ziemlich musikalisch. Wie kommt das? Also wenn ich jetzt, das ist so Klischee, ne? Jetzt stelle ich mir so eine Familie vor, Vater, Mutter, 5 Söhne, Weihnachtszeit. Mhm. Die Stube, die ist festlich geschmückt, dann steht das Klavier in der Mitte, alle singen miteinander, Mama spielt am Klavier. War das so bei euch? Seid ihr deswegen dazu gekommen? Oder wie kommt diese Affinität ganz speziell zum Klavier? Also ich denke, dass die Hauptmusikalität kommt von meiner Mutter. Mhm. Mein Vater ist ja weniger musikalisch, aber meine Mutter hat das so reingebracht, die Familie. Ja, und das kam halt so, ne? Jeder hat da irgendwie ein Instrument gelernt. Mein Bruder, der sehr gut spielen kann, der hat auch Klavier gelernt, 4 Jahre Unterricht genommen. Ich habe Klavierunterricht genommen.
mein kleiner Bruder, glaube ich, auch sogar. Und der Älteste hat auch irgendwie mal Klavier gespielt. Also so ging es halt los. Ne? Und dann jede Familienfeier war letzten Endes ja auch ein Musikkonzert fast. Wir hatten letztens auch einen Geburtstag wieder von meinem Bruder, der wurde ja 50. Und selbst da haben zwei meiner Brüder halt auch stark Musik gemacht, halt sich eingebracht. Und er hat selbst mitgespielt sogar. Der 50. Also ist ja auch eher so ein krasser Gegensatz. Ne? Jetzt stelle ich mir so fünf Raudis vor, die dann an der Wupper einen Staudamm bauen, ja, bis zu den Armen, voll mit Schlamm, dann die Pappmaché-Wand von Kinderzimmer zu Kinderzimmer durchschlagen, aber eine halbe Stunde später frisch gebadet am Klavier sitzen. Also wie kommen diese Unterschiede? Ja gut, das sind halt Jungs, ne? Also ich meine, unterschiedlich und ja, kann ich gar nicht so genau beschreiben, wie die Unterschiede kommen. Also jeder ist halt sein eigener Typ letzten Endes, jeder ist anders. Und wir wohnen auch alle relativ weit entfernt. Also okay. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Wuppertal, so oberbergisches Land. Gerade vom Wald ist das. Und da war halt viel Natur. Der andere Bruder wohnt in Wuppertal, der andere wohnt in Metzingen da unten, Süddeutschland, der andere wohnt in Halver. Also alles so ein bisschen verteilt. Letztendlich. Okay. Ja, und sind halt alle aber unterschiedlich. Und wir sehen es auch nicht so oft und machen halt unser Ding. Und ich glaube, so kommt die Vielseitigkeit zustande auch. Cool. Ja. Gehen wir mal nochmal die Schulzeit rein. Schulzeit ist ja so das erste Thema, wo man so ein bisschen mit dem System in Kontakt kommt. Ne? So dieses Thema Stillsitzen, gerade für Jungs aus so einem Haushalt. Ne? Stillsitzen, Pausenzeiten einhalten. Du darfst nur zur Toilette gehen, wenn ich dir das sage. Und jetzt ist Frühstückspause, jetzt musst du bitte dein Frühstück essen. Warst du ein guter Schüler? Wie ist die Schulzeit dir in Erinnerung geblieben? Ja, also eigentlich war ich da relativ normal, sage ich. Ich war jetzt nicht so der Raudi. Der etwas anders ist, sage ich mal, ist mein nächster Bruder eigentlich. Der ist so mehr, ja, der geht durch Höhlen durch, der macht irgendwie, dem passieren ständig Sachen, womit man nicht mit rechnet, aber ständig passieren ihm diese Sachen auch und nicht jemand anders. Das ist ziemlich lustig manchmal. Aber bei mir war eigentlich, nö, also es war jetzt keine Raudi-Zeit in dem Sinne. Also ich habe natürlich, in dem Alter macht man so seine Erfahrung mit den Mitschülern und so weiter, aber letzten Endes war das jetzt keine ja, unnormale Situation. Ja. Genau. Okay, cool. In der Schule, welche Fächer haben dich am meisten interessiert? Also wir hatten ja, Hauptfächer meistens nie so. Also mehr so die so, wir hatten ein Fach, so ein Wahlpflichtfach, das war Technik. Das war ganz spannend, da hatte ich mich auch ein bisschen reingefuchst, da wurde dann gelötet und geschraubt und sonst was gemacht. Ja, Sport war ganz nett auch. Ansonsten, ja, viele Lieblingsfächer hatte ich eigentlich nicht. Also ja, Kunst auch, aber das war dann mehr so eine andere Richtung. Ne? Okay. Die halt mehr so ins Malerische geht, also noch nicht so sehr, was mich nachher interessiert hat, aber auch trotzdem auch okay. Also, ja. Thema Berufswunsch. Wie bist du jetzt, oder andersrum, wie hast du deine Schule beendet und wie bist du ins Berufsleben gestartet? Naja, ich war auf der Hauptschule ursprünglich und dort war in der Berufsorientierung vorher schon immer mal so, ja, weiß nicht, wie man es damals nannte, so Arbeitsgruppen, wo man eben selber auch auf so einem Plakat mal machen, gestalten sollte, was man werden will. Und da erinnere ich mich noch, dass ich ein Plakat gestaltet habe, ich glaube, es gibt sogar noch irgendwo, wo so eine Kamera ist, drauf ist, abgebildet ist und ja, mein Berufswunsch, Kameramann und so weiter schon da war. Und letzten Endes habe ich die Berufsschule so verlassen, dass ich habe das weiter fortgeführt. Ich habe einen Fachoberschulabschluss, mittlere Reifeabschluss gemacht und bin dann zur Fachoberschule für Gestaltung gegangen, nach Wuppertal. Dort war ich 2 Jahre. Und da war auch ein Fach mit Zeichnen und so weiter und auch Fotografie wurde da ein bisschen angeboten. War aber alles nicht so richtig so meins, sage ich mal, weil es mehr so extrem ins Künstlerische ging. Aber ich habe es halt abgeschlossen. Die Klasse war auch jetzt auch so. Das hat mich so ein bisschen gestört. Es war natürlich, es waren am Ende im zweiten Jahr nur noch Frauen als Klassenkameradin da. Das ist natürlich dann, ja, ein bisschen schwierig. Das hat dich gestört?
Ja, insofern war gestört, weil die waren auch alle so ein bisschen, naja, nicht so meine Wellenlänge, sag ich mal. Und okay. auch so ein bisschen überheblich teilweise. Und ja, es war so ein bisschen schwierig. Aber es war trotzdem auch gut. Ja. Auch gute Zeiten dabei. Aber ich habe diese Schule halt mit Hochschulreife abgeschlossen und bin dann vorbereitend, wie war das noch? Genau, dann habe ich ein Praktikum gemacht nach der Schule, noch ein Jahr Aushilfe sozusagen bei einer Produktionsfirma in Remscheid. Dort konnte ich nochmal viele Erfahrungen sammeln, habe da viel über Kamera, über Videobearbeitung erfahren. Ursprünglich haben meine Eltern versucht, mich als Fotograf, das kann ich auch noch erzählen kurz, als Fotograf zu etablieren. Also sie haben schon gemerkt, dass ich irgendwie eine künstlerische Ader zum bewegten Bild oder zum Bild überhaupt habe. Und haben dann versucht, einen Fotografen mir einen Praktikumsplatz zu verschaffen. Und der meinte irgendwann so, wissen Sie, Frau Schuchert, eigentlich gehört er zum Film. Und dann kam der Schwenk zum Praktikumsplatz in der Filmfirma in Remscheid, da war ich auch mehrere Jahre. Und danach oder währenddessen habe ich mich auch beworben schon auf Filmhochschulen. In Dortmund war die erste, da bin ich nicht angenommen worden. Und dann habe ich die Bewerbung geschickt nach Potsdam, in der Babelsberg, in der Filmhochschule dort. Und das war halt so, zwischendurch hatte ich nochmal ein anderes Praktikum, habe da auch gearbeitet, fast 2 Jahre lang, habe mich währenddessen da beworben in Potsdam und bin dann, habe ich den Hinweis bekommen, auch eine Film-Cutter-Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk zu machen in München. So, und dann habe ich mich da beworben, bin auch hingefahren, vorgestellt, sah auch gar nicht so schlecht aus. Unter 6 Vorstellern war ich, glaube ich, drunter in der engeren Auswahl. Dann bin ich dann zurückgefahren und ich hatte im Zug noch so einen Prospekt in der Hand, wo ich da so ein Kamerateam gesehen habe vor so einem Brunnen oder so. Da habe ich so, mir Gedanken gemacht und gedacht, okay, wenn ich jetzt als Filmcutter-Assistent, die damals, heute gibt es ja mehr Digitalfilm, aber damals noch analog geschnitten haben, jetzt den ganzen Tag in der Dunkelkammer sitze, dann ist richtig meins. Und dann habe ich überlegt, nee, eigentlich will ich das nicht. Obwohl es natürlich sehr attraktiv war, eine Ausbildung beim öffentlichen Sender zu machen, aber habe mich dann wirklich für ein Praktikum entschieden. Habe dann da fast 2 Jahre noch gearbeitet. Und dann wurde ich tatsächlich in Potsdam in der Filmhochschule angenommen, wo ich immer noch sehr happy drüber bin und sehr dankbar drüber bin, weil es wirklich ein tolles, gutes Studium war dort. Und dort habe ich dann eben Film- und Fernsehkamera studiert. Und mit Diplom abgeschlossen und habe dann weiter meinen Berufsweg verfolgt und gearbeitet. Ja, und dann ging es im Prinzip in einer Firma weiter, in Mecklenburg-Vorpommern war ich dann, wo ich dann auch fast 6 Jahre gearbeitet habe als festangestellter Kameramann. Und dann war mir das aber irgendwie mit dem Fernsehbereich nicht mehr ganz so, ja, es hat weniger Spaß gemacht, ich mich nicht mehr richtig ausgefüllt. Dann bin ich nach Mittelhessen gekommen und habe dort bei einer christlichen Institution Kurzfilme gedreht. Also selbst schon auch Regie übernommen für diese Filme, habe die selbst geschnitten und dann war ich nach 2 Jahren selbstständig, habe dann mir meine Firma selber aufgebaut. Ja, so ging es dann weiter. Wow, also spannend, vor allem Potsdam. Ja, Babelsberg, das ist ja schon, ne, das ist schon cool. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon spannend. Nochmal kurz in das Thema rein. Jetzt bist du in deiner Ausbildung, du hast 4 Praktikum gemacht, hast du gesagt. Du hast, bevor du dich auch festgelegt hast, hast du eher das Praktikumfeld gewählt, um wahrscheinlich dir ein Bild auch zu machen, um dich noch nicht festzulegen. Das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. Thema Privatleben. Nochmal ganz kurz vom Beruflichen weg. Mhm. Gab es für dich Zeit für Privatleben? Bist du vergeben? Hast du Kinder? Wie sieht dein Privatleben aus? Ja, ich habe meine Frau, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Meine Frau habe ich in Potsdam damals kennengelernt. Also sie hat dann dort Sprachtherapie studiert, also Patrolinguistik.
Und dort haben wir uns dann in so einem Studentenhauskreis kennengelernt und haben dann geheiratet. Und sie sind dann zusammen nach Neubrandenburg, nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, wo ich eben diese erste feste Stelle hatte. Genau. Aha. Und cool. Ja, wir leben jetzt heute immer noch zusammen, logischerweise. Meine Familie hier in Wittenberg in Mittelhessen. Und auch dort ist viel Bewegung in der Familie, klar, da ist immer was los. Hast du auch wieder nur Söhne? Das nur, also Frage. Streiche nur, hast du nee, auch? Ich hab, nee, ich habe, ist mal anders verlagert, ich habe nur einen Sohn und drei Mädchen. Ja. Okay. Da muss ja ein bisschen ausgeglichen werden, ne? Genau, richtig. Und meine älteste Tochter, die ist auch sehr künstlerisch, die macht viel mit Malen und Gestalten und sie überlegt noch so ein bisschen, wo das hingehen kann. Kamera ist so nicht so ganz so ihr Ding, glaube ich, habe ich so rausgekriegt, aber sie will so ins, eigentlich will sie Malerin werden, ist natürlich auch relativ brotlose Kunst, aber in die Richtung will sie eigentlich gerne gehen, so gestalten, malen und zeichnen, so solche Dinge. Cool. Wie alt sind deine Kinder? Meine älteste Tochter ist gerade 14, mein Sohn, der wird jetzt im Juli 13, die nächste ist 10 geworden und die kleinste ist 4,5. Cool. Hattet ihr schon, ich muss ja mal privat fragen, hört ja gerne zu, das erste Kind, war das dann schon in Potsdam mit da im Studentenwohnheim oder kam das dann erst später? Nee, das kam tatsächlich später, in Neubrandenburg war das erst, ja. Okay, weil ich selber bin im Studentenwohnheim in Potsdam aufgewachsen, in den ersten zwei Jahren. Okay. Ja, weil meine Eltern, meine Mutter hat da studiert, Mathe und Physik. Ja. Und ich wurde dann immer durch den Park in Sanssouci, wurde ich im Kinderwagen geschoben. Und sagen meine Eltern, da hast du deine künstlerische Ader her. Ich habe überhaupt keine künstlerische Ader. Also, weil die mich dort immer durch diesen Park geschoben haben. Also das ist praktisch ja, das ja. Deswegen, Potsdam musste ich jetzt ein bisschen hinhören. Auch Grüße an meine Oma, die hat sich in Potsdam in die Bahngleisen von den Straßenbahnen die hochhackigen Schuhe weggebrochen und hat dann zu DDR-Zeiten natürlich noch besucht, wo kriegst du jetzt auf einmal neue Schuhe her? Das war anscheinend früher, war das ein bisschen schwieriger als heute. Okay, kleiner Ausriss jetzt hier am Rande. Ziele, das würde mich jetzt nochmal so interessieren. Gibt es noch, das klingt blöd, was sind so Ziele, die dich antreiben? Privat, beruflich, ideell? Gibt es irgendwas, wo du so richtig Bock drauf hast, das zu erreichen? Ja, also beruflich fällt mir natürlich ein, klar, ich möchte natürlich gerne, sehr gerne dafür sorgen, mit meinem Projekt Motivation Handwerk wirklich Handwerksbetriebe zu helfen, die wirklich, wo ich irgendwann sagen kann, also mein Traum ist, ich sage es mal hinter vorgehaltener Hand, mein Traum ist, dass ich irgendwann eine Garantie geben kann dafür, dass wenn eine Handwerksbetrieb einen Film mit mir macht, was ja nur ein Produkt meiner Sache ist, Garantie dafür geben, dass auch ein Azubi dabei rauskommt. Also das ist nicht so, dass sie einen Film machen und am Ende haben sie einen Film, aber nichts weiter passiert, sondern da bin ich jetzt noch nicht, aber ich möchte irgendwann hinkommen, dass das jetzt eine Zielgarantie ist. Sie kriegen mindestens einen Azubi, der zu dem Betrieb auch passt. Das ist cool. Ein Traum, ja. Sehr hoch gesteckt, aber ich arbeite dran. Ist schön. Und das ist jetzt ein berufliches Ziel, okay. Gibt es private Ziele oder Wünsche, wo du sagst, oh, das möchte ich gern erleben? Gibt es da irgendwas? Wo du ja, hast? Also Wunsch ist immer noch da so, ich gehe sehr gerne wandern auch. Mache sehr gerne auch so Bergwandertouren. Bin nicht so der Meer-Fan, sondern mehr so der Wandertyp. Meine Familie ist eher anders gepolt. Und ja, so ein Traum ist einfach, also so eine mehrtägige Wanderung auch zu machen. Zu einem hohen Berg, ja, wo man jetzt ohne Rücksicht auf Verluste quasi oder ohne Bedacht irgendwo an ihn warten muss, auf ihn warten muss oder an ihn denken muss, groß. Ja, das ist so ein bisschen auch mein Wunsch nach wie vor, weil das habe ich im letzten Jahr gemacht in Österreich oder in Deutschland an der Zugspitze. Das war sehr, sehr toll. Davon zähle ich eigentlich immer noch so ein bisschen. Mhm. So halt, also noch mehrere Tage was zu machen. Cool. Und gehst du dann alleine oder in Gruppen? Wie machst du das? Also letztes Jahr war ich tatsächlich ganz alleine. Das wollte ich auch so. Und ich bereue es auch nicht, weil es ja wirklich total geil als ganz. Also du hast keinen dabei und machst einfach dein Ding. Ne? Das ist echt so eine Freiheit zu haben, weil das ist schön. Cool. Super. Falls ansonsten würde ich natürlich gerne mit meiner Family einfach auch, dass sie happy sind, dass sie sich gut entwickeln, auch meine Kinder, meine Frau auch weiterhin weiter vorankommt und so. Das ist so. Was mir jetzt schon spontan einfällt. Eine Frage noch zum Thema Ziele, das ist immer so ein bisschen abstrakt. Ideelles Ziel, ich beschreibe das mal kurz, was ich damit meine.
was sollen deine Enkel oder Urenkel, wenn die auf den Stammbaum gucken von der Familie Schuchardt, an deinem Grabmal über dich erzählen? Oh, okay. Also es hat ja doch tatsächlich viel mit meinem Beruf zu tun, weil es ist nicht nur ein Beruf für mich, sondern wirklich meine Leidenschaft. Ja, das ist sowieso, also gibt ja so Berufe, wenn ich an meinen Bruder denke, der ist Elektriker oder ursprünglich ist Entwickler jetzt und der macht seinen Job, macht seine regelmäßigen Zeiten und Arbeit und so weiter, aber er macht auch relativ viel Urlaub. Und ich habe aber mehr so, ich lebe in dem Job irgendwie auf. Ne? Und ja, mein Traum ist es eigentlich auch, was jeder Kameramann oder Filmemacher halt auch hat oder haben sollte, dass er ein Stück weit die Welt verändert durch die Arbeit, die er macht. Ne? Also, dass jetzt zum Beispiel hier mit dem Projekt wirklich was passiert bei dem Nachwuchs, bei der Nachwuchsförderung und vor allen Dingen bei dem Fachkräftemangel. Ja, das ist einfach, dass da was hängen bleibt, das ist ein Stück weit was verbessert. Ne? Cool. Das ist so, so ein Ziel, was das angeht. Und ja, ich, ja, genau. Also, das ist halt so. Veränderungen durch Filme, durch motivierende Filme, nicht nur beim Handwerk, sondern auch in anderen Bereichen, dass es eben da vorangeht. Weil das ist ja eigentlich nur ein Einstieg, erstmal überhaupt eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, die halt Interesse oder nicht nur Interesse haben, sondern wirklich eine Not haben und das dann nachhaltig zu verändern. Cool, super. So, wenn das da stehen würde, mitunter auch. Ich habe da eine direkte Projektidee. Ne? Wenn du die Berge magst, ich weiß, nächstes Jahr im August läuft jemand auf den Kilimandscharo, der sich aktuell hier im Interview befindet. Okay. Vielleicht, vielleicht kannst du den ja auch videotechnisch zur Motivation dazu begleiten. Damit der Mann seine Kinder mal später was hat. Ja, coole Idee. Ja, können wir uns ja nochmal austauschen. Ja, genau. So die Idee mit Hubert Schwarz gemeinsam, der hat ja da seine Planung etc. Das ist ja, also ich will mir da auch keine Gedanken machen, sondern ich will da einfach geführt hoch, ja, und das ist so das Thema, weil man da auch ein bisschen was beachten muss, gibt ja die Route, die tut ein bisschen weh und dann gibt es so die Coca-Cola-Route, ich möchte die Route nehmen, die ein bisschen weh tut und okay. Naja, aber da bin ich ganz bei dir, da hat man einen Weitblick, da hat man mal eine Herausforderung, speziell am Kili, da gibt es auch keine wirklich ausgetretenen Pfade, wenn man ganz nach oben kommt, sondern die sind jeden Tag anders, weil sich dort die Erde noch bewegt. Das ist ganz spannend. Ja. Cool. Super. Kommen wir nochmal zu dir, weil es ja dein Interview, kommen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir schon viele Leidenschaften von dir gehört. Also du bist künstlerisch veranlagt, du kannst Musik, du hast den Anspruch mit deinen Bewegtbildern etwas, wie soll ich sagen, in Taten umzuwandeln, also das, was passiert, dass es nicht einfach nur einen Unterhaltungsfaktor hat, sondern dass es das, was passiert. Mal die entgegengesetzte Frage, was interessiert dich eigentlich überhaupt nicht? Mit was kann ich dich jagen? mit so trockenen Themen wie Buchhaltung oder Zahlen oder ja, also alles, was nur das Gegenteil eigentlich ist. Also ich will auch, was mir zum Beispiel Spaß noch macht neben meiner Filmerei, ist, ich auch jetzt festgestellt, einfach so am Fahrrad was zu machen. Ja? Also Fahrrad selbst wieder herzustellen. Mein Sohn ist zum Beispiel so einer, der hat zu nichts Interesse. Der hat mir auf alles keine Lust. Und ich versuche mir schon irgendwie das nahezubringen, dass man das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man so ein Fahrrad selber aufklicken kann und so. Ist ein bisschen schwierig, aber sowas macht mir auch Spaß. Also cool. Was mir nicht Spaß macht, ist eben wirklich so trockene Themen und theoretische Themen vor allen Dingen. Mhm. Ja. Also anpacken, was mit Menschen machen, ein bisschen künstlerisch was machen, das ist das, was sich antickt. Und alles, was eher so abstrakt ist, vielleicht auch, weiß ich so, das Thema IT vielleicht, da so dieses. Ja, das ist auch genau, das ist auch so nicht meins. Wobei ich muss sagen, ich mache schon relativ viel internetmäßig, also muss ich ja irgendwie auch, aber ich kenne mich, meine Verhältnisse schon relativ gut aus, was Administrieren von Internetseiten angeht. Ich mache das ja auch die Seite auch alles selbst und so. Ja. Also da habe ich mir so relativ viel angeeignet. So, ne? Ja, selbst vor der Kamera bin ich nicht so schade, jetzt hier auch, aber jetzt auch bei meinen Videos auf der Seite sieht man es ja auch. War auch eine Umstellung, würde ich sagen, mich vor der Kamera zu präsentieren, weil ich ja eigentlich hinter der Kamera stehe, aber dann wächst da irgendwie so rein.
Und wird auch entspannter mit der Zeit, finde ich. Also, du machst auch einen total entspannten, muss ich sagen. Ne? Also wirklich cool. Danke. Ja, macht sehr viel Spaß, mit dir zu reden. Ich würde jetzt schon so zum Ende des ersten Teils kommen. So die Person, denke ich, haben wir schon gut kennengelernt. Was ist denn so ein Einfallstor zu dir? Wie erreichen dich unsere Hörer? Wie können sie mehr von dir erfahren? Wo findet man was über dich? Einstiegstür ist im Prinzip motivation-handwerk.de, ist meine Internetseite, wo ich das Projekt näher beleuchte. Da kann man erstmal in Blogartikeln und auch Videos mehr über die Themenbereiche erfahren. Da geht es in allen Bereichen immer ums Handwerk, um die Nachwuchsförderung, um die Azubi-Gewinnung vor allen Dingen. Und eben dort kann man auch wirklich, also die Verbindung Handwerk und Film ist immer das Thema eigentlich. Also dass man die Leute halt selbst animiert werden, das ist ja mein Anliegen mit der Seite erstmal, loszulegen mit dem Film. Also nicht, dass ich die sofort mache, sondern dass sie selber aktiv werden. Weil mein Wunsch ist erstmal, dass vor allen Dingen Handwerker auf den Geschmack kommen, Videos zu nutzen. Okay. Dass da auch ein Umdenken stattfindet, dass sie merken, so ein Smartphone hier hat ja jeder in der Hand, jeder in der Tasche und er kann das auch aktiv nutzen und kann damit eben seine Filme drehen und das bringe ich denen halt bei. Das ist so der erste Schritt. Cool. Genau, und da gibt es halt die Möglichkeit, auch ein kostenloses E-Book runterzuladen. Ich habe das mal hier analog vor der Kamera, das ist glaube ich spiegelverkehrt, aber egal, das kann man da runterladen. Da sind halt 6 Tipps, die ich hier mitgebe, wie sie ihre Filme umsetzen können. Und dort können Sie schon einfach erste Informationen bekommen. Auch über mich ist eine Seite da. Ja. Und ich habe auch neuerdings schon die ersten Produkte online gestellt, so Einstiegsprodukte, wo man einfach weitergehen kann. Ne? Cool, super. Ja. Sebastian, hast du noch eine abschließende Frage für den ersten Teil? Abschließende Frage wäre so ein Stück weit, neben dem Online-Thema, was du stark vertrittst, welche, ist ja auch eine Art Netzwerk, welche Netzwerke nutzt du und welchen Stellenwert hat das Thema Netzwerk für dich noch speziell? Ja, also ich bin ja auch jetzt schon seit 2,5 Jahren im BNI-Netzwerk drin, nutze es auch nach wie vor und mache da auch fleißig Werbung für meine Geschichte hier, mein Handwerksprojekt. Bin aber jetzt auch vermehrt auf den Geschmack gekommen oder auf den Gedanken gekommen, eben auch gezielt in Netzwerken zu erscheinen. Heute Abend zum Beispiel ist eine Veranstaltung, da würde ich gerne hin, wo es um Social Media Vortrag geht und so weiter. Also ich versuche da Möglichkeiten, Synergien zu wecken, auch im BNI-Netzwerk, aber auch darüber hinaus. Cool, super. Ja, dann deine abschließenden Worte zu dem ersten Teil und dann sage ich schon vielen, vielen Dank für den ersten Teil. Wir hören uns dann im zweiten Teil wieder, der zeitversetzt erscheint. Und dort, wie gesagt, kommen wir dann in die Fragen zum Thema Handwerkfibel. Bitte deine letzten Worte zum ersten Teil. Ja, ich richte meine letzten Worte an alle Handwerker, Handwerksbetriebe, die wirklich einen Mangel an Leuten haben, die nicht mehr rumjammern wollen, sondern die was tun wollen. Und da würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr einen Einstieg findet, euch die Seite mal anzugucken, unverbindlich, euch das E-Book runterzuladen, auch unverbindlich und einfach, dass wir in den Dialog kommen. Das ist so. Prima. Ich wiederhole das nochmal. Wir hatten gerade leider eine schlechte Verbindung. Liebe Freunde, schaut auf die Website, geht in Verbindung, tut was für die Nachwuchsgewinnung. Das waren so die letzten Worte. Die letzten Worte, das klingt so hart. Ne? Also der Abschluss dieses Teils. Wir hören uns dann also wieder nach einer kurzen Pause im zweiten Teil. Christoph, vielen, vielen Dank bis hierhin. Danke fürs Zuhören und deine Zeit. Was lässt du ab morgen mit deinen 5 Sinnen entstehen? Schreib es uns in die Kommentare und bewerte deine Handwerkfibel mit 5 Sternen, um viele Menschen zu erreichen und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir wünschen dir einen sinnreichen Tag.